Mohammed hat Dutzende Kriege geführt und Menschen getötet. Wie kannst du nur so einem Propheten folgen? Ja, Mohammed hat Kriege geführt, aber er hat sich nur verteidigt. Was hätte er denn tun sollen? Die Mekkaner haben ihn unterdrückt und verfolgt, sie wollten ihn umbringen. Er hat sich gewehrt. Hättest du anders gehandelt? Er hat nur in Selbstverteidigung gehandelt.
Also, war es keine Notwehr? Nein. Aber hatte er nicht wenigstens Gründe für sein Verhalten? Gründe? Ja. Rache, Vergeltung, gekränktes Ego, als er beleidigt wurde, die Aussicht auf Beute und Sklaven, junge Frauen als Kriegsbeute. Aber es war doch Krieg und im Krieg ist alles erlaubt, oder? Es war Krieg, weil Mohammed den Konflikt gesucht hat. Hätte er auf Provokationen, Überfälle und Morde verzichtet, dann hätte es vielleicht ganz anders kommen können. Aber komm, nehmen wir mal an, es wäre so gewesen, wie du es sagst. Warum sollte ich wohl an einen Propheten glauben, der sich so verhalten hat, hä? Warum sollten Milliarden Muslime daran glauben? Nun, das musst du dich fragen. Und du auch.